mittlerweile habe ich ja TÜV auf meiner MZ ES 150. Und da wollte ich neulich mal abends eine kleine Runde drehen, weil ich dachte, alles funktioniert so toll. Und das ging auch ein paar Kilometer ganz gut. Und gerade als ich so das Selbstbewusstsein bekam, ging der Motor an der Ampel aus. Und ich musste feststellen, dass ich voll auf Batterie unterwegs war. Und das bedeutete, dass die Batterie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Licht und Zündung bedienen konnte. Darum jetzt hier mal eine kleine Bestandsaufnahme des Problems. Ich habe das Multimeter auf Volt, auf Spannungsmessung eingestellt. Und zwischen D Plus und Masse direkt an der Lichtmaschine geklemmt. Ihr seht, auch bei erhöhter Drehzahl geht die Spannung direkt an der Lichtmaschine nicht über 6 Volt drüber. Und dementsprechend ist das zu wenig, um den Rückstromschalter zu schließen und Leistung von der Lichtmaschine an die Batterie abzugeben. Jetzt machen wir mal einen ganz einfachen Test. Wir klemmen DF und D Plus von der Lichtmaschine ab und überbrücken das Ganze mit einer elektrischen Brücke. Also einfach direkt verbinden DF und D Plus. Und da schließen wir dann das Voltmeter wieder an. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Spannung geht sofort über 6 Volt. Und wenn man Gas gibt, geht die hoch bis auf 17, 18 Volt. Dieser kurze und einfache Test zeigt ganz klar, die Lichtmaschine funktioniert. Wenn die Erregerwicklung genügend Spannung abkriegt, dann wirft die Lichtmaschine auch genügend Spannung aus. Das heißt, der Fehler liegt nicht in der Lichtmaschine, nicht im Rotor, nicht im Anker, nicht im Stator, nicht in der Erregerwicklung, sondern der Fehler muss woanders liegen. So, jetzt wieder der Ursprungszustand. Ihr seht wieder, knappe 5 Volt gehen da nur raus, ohne diese Brückenschaltung. Jetzt testen wir mal die nächste Fehlerursache, und zwar die Kabel, die jetzt von der Lichtmaschine zum Regler führen. Das heißt, das D-Plus-Kabel und das DF-Kabel, sind da die Übergänge, die Widerstände in Ordnung? Da sollte jetzt bei eingebautem Regler und Reglergrundstellung ein kompletter Durchgang drin sein, also null Widerstand. Ich gebe zu, ich habe hier schon ein paar Stecker erneuert, da war ein bisschen Widerstand, aber das war nicht die wirkliche Ursache. Aber ihr werdet gleich das Ergebnis sehen. So, 0,6, das ist die Ungenauigkeit des Messgeräts. Also die Kabel haben keine Unterbrechung, die gehen von der Lichtmaschine durch zum Regler. Ist alles in Ordnung und auch der Regler hat Durchgang, so wie es sein soll, damit der Reglerwicklung Spannung kriegt. Darum gehen wir jetzt mal an den Regler ran. Irgendwas passiert also im Regler, dass die Spannung nicht mehr voll durchkommt. Deshalb überbrücke ich jetzt mal am Regler DF und D Plus. Und auch hier geht jetzt die Spannung wieder hoch auf 6 Volt. Das, was wir eigentlich haben wollen. Die Soll-Ladespannung liegt so bei 6,9 bis 7,2 Volt. Das ist das, was wir eigentlich brauchen, damit die Batterie geladen wird und alle Verbraucher auch versorgt werden können.
Hier ist es mal der Regler. Vielleicht sieht man ein bisschen, wie der Reglerschalter arbeitet und der Rückstromschalter. Rechts ist der Rückstromschalter, links ist der Reglerschalter. Okay, wir nehmen die Brücke jetzt wieder weg. Das heißt, mein Fazit ist, der Regler ist einfach falsch eingestellt. Ich hatte den vor der Fahrt getauscht und hatte angenommen, er sei richtig eingestellt. Also jetzt versuchen wir mal, diesen Regler einzustellen. Dazu müsste man erstmal eine Grundeinstellung des Reglers machen. Das erkläre ich jetzt hier nicht im Detail. Ich will nur das Prinzip zeigen, wie man bei einem grundeingestellten Regler die Spannung justiert. Und das ist eigentlich relativ simpel, allerdings diffizil. Man biegt an dieser Lasche rum und durch nach links biegen erhöht man die Ladespannung und durch nach rechts biegen senkt man die Ladespannung. Das ist aber sehr empfindlich. Man ein bisschen biegen verursacht schon viel und wenn man zu viel Ladespannung hat, ist das auch nichts. So, das war jetzt noch nicht so zielführend. Ich liege immer noch wieder bei 3,5, 4 Volt hier. Ist hier die Batterie-Ruhespannung. Die liegt jetzt bei 6 Volt. Wenn man die Zündung anmacht, geht sie leicht runter auf 5,7 Volt. So, 5,5 Volt. Und die Ladespannung des Generators reicht immer noch nicht aus, um den Rückstromschalter zu schließen. Das sieht man daran, dass die Spannung bei 5,6 Volt bleibt. Wenn der Generator genügend Spannung erzeugt und der Rückstromschalter schließt, dann muss diese Spannung ansteigen an der Batterie. Und das tut sie jetzt. Wir springen jetzt über 6 Volt und das bedeutet, der Generator liefert diese Spannung und der Rückstromschalter schließt und versorgt das Bordnetz. Und wenn man jetzt an dieser linken Lasche weiter rumbiegt, kann man also die Spannung auf ein gewünschtes Maß bringen. Wie gesagt, das Ziel Spannung ist 6,9 bis 7,2 Volt an der Batterie, je nach Last. Also mit Scheinwerfer ist es etwas, Scheinwerfer an ist es etwas weniger als 7,2, mit Scheinwerfer aus sind es halt 7,2. So funktioniert das, aber da muss man jetzt wirklich jetzt noch ins Detail reingehen und der Maikäfer gratuliert mir, der kam noch vorbeigeflogen. Also das ist das Prinzip.